bist im Schlafanzug, stinkst bis zum Himmel, stehst in deiner eigenen Pisse. Und die spricht mit dir, die mag dich, die liebt dich trotzdem noch. Komm, das ist doch offensichtlich. Mach mal was. Gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eglodim zu einem neuen Part Sims 3 mit dem Zwergenfürst. Ja, da stehen die beiden hier noch in Schlafklamotten, Zwergi und Lilly. Ja, ein Herzchen. Sie scheint mich noch zu mögen, noch müde ist auch, aber Zwergi muss bald auf Arbeit. Sie geht schlafen in Blackies Bett. Ja, ist klar. Wie auch immer, heute gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie dieser Part ausgeht. Heute werden wir entweder heiraten, Zwergis, Mi und... Oh, Blackie repariert die Stereoanlage, das ist schön. Zwerg muss zur Arbeit gehen. Ja, entweder wir heiraten heute, Zwergi, Sim und die Lilly, oder die Hochzeit wird abgesagt. Das sind die beiden Möglichkeiten heute. Alles andere gibt es nicht. Auf eine Weise wird dieser Part heute enden. So. Ja, dann geh doch mal bitte auf Arbeit, Zwergi. Ja gut, kannst noch mal duschen, hier neben dem dreckigen Klo. Alles klar, aber ja. Wundert mich auch, dass Lilly in Blackies Bett schläft. Immerhin sind sie doch Feinde. Immerhin würde, also mich würde das stören, im Bett von einem Erzfeind zu schlafen. Also das wäre schon irgendwie ein bisschen, wäre schon ein bisschen kritisch. Aber was so ist. Komm, geh auf Arbeit, du kommst zu spät. Anziehen und los. Na komm, zack, mach hin. Du bist eh schon zu spät. Was? Ich wurde gefeuert. Ja, kacke. Passiert auch nur meinem Sim. Alter. So, und dann geht er einfach wieder schlafen, oder was? Er ruht sich nur aus. Macht wieder den Kissenback. Ja, können wir das Ganze mal vorspulen. Ich möchte mal ein bisschen mit Lilly heute ein bisschen an unserer Beziehung arbeiten. So ungefähr. So, Zwergi ist ausgeschlafen. Blackie muss ein paar Stunden auf Arbeit sein. Ist mir egal. Willst dich wieder schlafen legen? Ja, das passt hier. So. Das könnte dir passen. Du bist ausgeschlafen. Steh auf. Lilly scheint auch einigermaßen in Ordnung zu sein. So. Dann ran da. Nein, nicht wieder ins Bett legen. Das Bett machen kannst du aber. Los. Mach keinen Scheiß, Zwergi. Mach keinen Scheiß. Hier wird kein Nickerchen gemacht, Zwergi. Hier wird kein Nickerchen gemacht. Komm. Auf. Beweg mal ein bisschen deinen Hintern. Mach mal was für eine Beziehung. Was im Bad? Sie ist gerade im Bad. Nein, nicht doch, nicht doch, nicht doch. Nicht im Bad. Neben der stinkenden Toilette. Ach je, was soll's. Was? Hey. Ich will da freundlich zu dir kommen und will mit dir hier mal ein bisschen. War wahrscheinlich der falsche Ort. Und die falsche Zeit. Nein, dieser faule Sack. Zwergi, dieser faule. Gibt's doch nicht, nein! So, jetzt schmeiß dich da mal ran im wahrsten Sinne des Wortes. Na komm, mach was draus. Was? Eben war doch da noch ein Herzchen. Komm, mach was draus. Ich glaube an diese Beziehung. Ach du Scheiße, nein. Nicht doch. Er brennt's hier. Nein, was denn, Zwergi? Ach du Scheiße, ach du Schande. Was ist denn? Nein, nicht doch. Ruf doch mal die Feuerwehrleute hier. Einmal hier die
Ah, die Küche brennt, was ist denn passiert? Ach, wir haben hier was gekocht und haben wir rumgeflirtet. Oh, nein, 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 nein. Nein. Dass die Feuerwehr, die löscht uns beide. Ist ja auch klar, Lee kocht dort und ich lenke wieder ab vom Essen kochen. Na, ist ja, Mann, Zwergi, was denn? Wir stehen dort im Nebel, das ist doch ganz bestimmt etwas schädlich. Och, meine Fresse, was ist denn hier heute los? Nein, 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 Zwerg, nein, nicht Zwerg, Zwerg, nein, nicht schlafen, was denn, was zum. Dieser nutzt nichts nutzt, dieser absolute nichts nutzt, dieser. Mir fehlen die Worte. Alter. Legt er sich jetzt einfach ein blankes Bett zum Schlafen? Zwecki, was bist du denn für ein. Ah! Dich auch nicht zu wundern, wenn du Kinder abkriegst. Ist ja auch jetzt hier. Wenn man sich so anstellt im Leben, dann ist. Na, wundere dich mal nicht, dass du hier mit Lilly nicht zusammenkommst. Das wird hier wohl nicht passieren. Meine Fresse, kann man sich ja anstellen. Ich glaub's nicht. Bin gerade ein bisschen wütend auf meinen Sim. Bewegst mal deinen Hintern zu deiner Freundin. Machst mal ein bisschen was Romantisches mit der. Und da steht einfach daneben. Ja, hier stinkt alles. Das ist auch hier diese Inkompetenz von dem Zwergensim hier. Das ist. Stell das mit dazu. Ja, ist klar hier. Die Frau muss aufräumen hier und da hinten liegt ein bisschen Müll auf dem Boden. Das ist. Starrst an die Decke. Ja, aufräumen, das ist gut. Das wäre der erste Schritt hier. Nein, nicht wieder hinten. Mitnehmen. Was hat er gemacht? Der Sack geht wieder schlafen. Gibt's das denn? Ist das denn. Ist das denn die Möglichkeit? Oh nein. Dieser Sim. Zwergi. Was machst du? Was ist los? Soll ich mal Lilly steuern? Nein, das Blackie. Lilly unterhält sich gerade mit wem anders. Ja, sie freundet sich schon mit wem anders an. Ja, verstehe ich irgendwie gerade. Sehr gut. Hatte am Anfang zwar noch ein Herzchen, aber. Also, das. Ich würde mir auch fremd gehen an ihrer Stelle. Jetzt geht sie sich duschen. Ich könnte hier wieder die Wand hochgehen. Das ist. Gibt's doch nicht. Es ist. Man sich mal ein bisschen besser anstrengt hier. Dass man sich doch mal als Mann ein bisschen anstrengen. Man muss ja auch. Die Frauen kommen dir nicht zugeflogen. Die kommen nicht einfach vom Himmel runter und sind mit dir befreundet. Da musst du was für tun, Zwerg. Verstehst du das, lieber Sim? Ich kann jetzt mal ein bisschen versuchen, mit Lilly da ein bisschen was zu machen. Den Herrn hier aus dem Bett zu ziehen. Aber da soll ja auch nicht alles von der Frau kommen. Da soll ja hier auch mal ein bisschen. Okay, Lilly geht spielen am Computer. Ja. Atmen. Atmen, Zwergi, atmen, ruhig bleiben, entspann dich. Willst du auch spielen oder was? Na, mal ein bisschen. Oh, okay, ja, dahin wollte ich. Das sollst du mal machen hier. Die mag dich, die mag dich. Mach was draus. Zwergi, komm. Komm, das sehe ich doch. Seid ein gutes Paar. Dann musst du nur irgendwann mal was machen. Verstehst du? Das kann nicht immer nur einseitig kommen. Das muss auch mal von dir gehen. Oh, ein schüchterner Kuss. Das ist doch schon mal ein Anfang.
Ist mir jetzt scheißegal, was du hier musst, was deine Bedürfnisse jetzt sind hier. Davor kannst du dich jetzt nicht drücken. Komm, mach mal was draus. Will hier was sehen. Nein, du gehst jetzt nicht auf Toilette. Halt an, mach einen Knoten rein. Entschuldigung, jetzt hier mit meiner vulgären Sprache hier, aber. Es ist jetzt hier wirklich mal ein bisschen Zeit, dass Zwerge sich mal hier aufrafft. Und da hinten steht schon wieder die Toilette. Das ist jetzt. Es ist, allein kann die Frau sich auch nicht um den Haushalt kümmern. Das ist jetzt hier. Mein Sim ist ein Trottel erster Klasse. Der hat nicht gerade, der hat nicht gerade herzhaft auf den Boden gepisst. Ich muss diesen Part ernsthaft ab 18 machen. Das ist, kommt vorher vorne so ein Schild dran, so ein Warnhinweis. Folge ab 18, Sims. Das geht doch, pass auf keine Kuhhaut mehr. Entschuldigung, dass ich mich so um diesen Nichtsnutz aufrege. Das ist, aber ihr versteht mich vielleicht. Ja, müde ist er. Ja, du hast den ganzen Tag geschlafen, hast die ganze Zeit im Bett gelegen hier. Du bist nicht müde. Und selbst wenn, kannst du das mal ein bisschen zurückziehen. Du stehst in deiner eigenen Pfütze. In einer Ausscheidung. Und sie liebt dich trotzdem, die spricht mit dir. Du bist im Schlafanzug, stinkst bis zum Himmel, stehst in deiner eigenen Pisse. Und die spricht mit dir. Die mag dich, die liebt dich trotzdem noch. Komm. Das ist doch offensichtlich. Mach mal was. Wissen willst auch noch Hunger hast und du hast Hunger, Zwecki. Ist klar, du hast Hunger. Du hast Hunger. Rumschmusen. Nice. Vielleicht wird's dir doch noch was. Das sieht doch gut aus. Die kommen sich näher. Komm, Zwergi, komm. Blecki hat die Arbeit verlassen. Ja, geh schlafen, Blecki. Ich brauch dich hier gar nicht. Weh, du misch dich jetzt hier rein, grad ein. Nein, mach's nicht kaputt. Schwör, Blecki, ich bring dich um, wenn du dich jetzt hier einmischst. Mit deinen Feindgeschichten. Das läuft gerade so gut. Komm, Mama. Ich will hier heute noch eine Hochzeit sehen. Oder morgen. Halt in diesem Part jetzt hier. Sind sie jetzt beide müde? Oh, Zwergi ist umgefallen. Nein. Ach du Scheiße, jetzt liegt er da an seiner. In seiner Pisse. Nein, lege weg. Nein. Nicht. Nicht, nein, Zwergi, steh auf. Zwergi, mach was. Was macht Lilly? Lilly geht schlafen. Und dann ist das Blecki. Ja, das ist Blecki. Blecki geht schlafen. Was macht Lilly? Lilly ist da, Lilly geht auch schlafen. Nein, Lilly, nicht schlafen gehen, nicht schlafen gehen, nicht schlafen gehen, nicht schlafen gehen. Nein, Zwergi. Nein, komm. Ja, du hast Hunger, komm. Das ist, na. Was eine Sache hier, was für eine Odyssee. Jetzt liegen die beiden im Bett. Komm. Versau's nicht. Wenn ihr schlaft, ist es vorbei. Na komm. Heiraten. Was? Es ist schlecht, jetzt wird's wieder. Nein. Na komm, mach was. Komm. Das war schon so gut. Das war zur Spitze. Ich will das jetzt nicht versagen gehen sehen. Nein. Es wird wieder nichts. Nein. Es geht bergab. Zwischen den beiden. Es war schon auf dem Höhepunkt.
Nein, Zwerge nicht weggehen. Nein, nein, nein. 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 Er hat versagt. Da steht er. Der Zwerg am Bett schläft im Stehen. Ja, mein Versprechen vom Anfang des Parts kann ich wohl hier nicht halten. Ich werde sie heute nicht mehr zum Heiraten bekommen. Also es muss doch einen Mittelweg gehen. Es muss einen dritten Weg gehen, so leid, so schmerzlich mir das ist. Ja, komm, geh was essen, Zwerge. Geh essen, geh schlafen. Mach. Mach. Wir waren schon auf einem guten Weg. Ich habe noch Hoffnung in dich. Ich habe Hoffnung in dich, Zwergi. Auch wenn du jetzt eine verschimmelte Pizza isst. Du bist ein großer Nichtsnutz, Zwergi, aber ich glaube, sie mag dich. Komm, vielleicht im nächsten Part mit ein bisschen Initiative von Lilly. Vielleicht wird das irgendwann mal was. Das sah schon heute sehr vielversprechend aus. Die haben sich schon geküsst und umarmt. Das war schon spitze. Ich will nicht. Gut. Dann bis dahin. Ciao, ciao. Er räumt wenigstens noch auf hier. Na, hat er sich gebessert oder was? Stinkt trotzdem noch alles. Da liegt noch irgend so ein Pfannkuchen. Ja. Mal sehen, was wird. Ich sag Tschüss und ja. Adios. Haben wir noch eine hier? Bestinken beide bis zum Himmel. Ach ja. Jetzt wirklich Tschüss. Ich mach jetzt aus. Tschüss.